Ich krieg auch einen Pump, wenn ich mir den Arsch putze, ja? Meinst du im Klo? Weil ich mich drauf konzentriere, wenn ich Bock habe oder die Zähne putze. Gesundheit? Ja. Entschuldigung, das ist echt ein Thema, was ganz, ganz wichtig ist. Aber ich bin auch ganz ehrlich. Hey Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Treffen. Ich werde heute zum einen auf Celine treffen. Celine ist heute selbstbewusstes Plus-Size-Model. Was? Alter, ich bin so genervt. Ich hab kein Wort verstanden. Habe ich mir doch übersetzen lassen. Bin ich auch zu einer Dolmetscherin, weil ich keinen Brocken Englisch konnte. Ja, Vadim, der macht sich gerade warm von seinem allerersten Wettkampf im Bankdrücken. Immer noch 16 Jahre jung. Ja, wir Bodybuilder haben ja immer das Problem, dass wir uns immer so ein bisschen erklären müssen, wie läuft der Bodybuilding-Sport. Dass da nicht so viele Gerüchte entstehen. Natural Bodybuilding. Ich bin klar der Meinung. Es ist ja so. Es bedarf anabolisch Steroide. Die Arme. Eine Muskelgruppe, mit der viele zu kämpfen haben. Genauso wie ich damals. Das. Ja, wirklich, das bin ich. Jeder fängt mit dünnen Armen an. Geht gar nicht. Außer du hast ein veganes Kind. Oh. Schlafen, Ernährung, Training. Das muss alles eine Symbiose sein. Und nur dann mit ein bisschen Genetik gepaart wirst du der du vielleicht dann werden willst. Ich treffe auf Simon, der genau das kritisiert. Er ist selber Fitnesstrainer und der Überzeugung, dass Übergewicht in unserer Gesellschaft als viel zu normal und positiv dargestellt wird. Fett ist immer geil, ja. Wir waren alle immer fett. Ich will ins McDonald's gehen und fressen. Das ist richtig geil. Der Fett ist nimmt zu. Und das ist der Schlüssel. Wie groß meine Arme zu Beginn meiner Trainingskarriere waren, habe ich leider nicht mehr genau in Erinnerung, aber es waren so in etwa 27 cm. Du denkst, was eine Maschine. Ja. Unfassbar. Das ist natürlich Quatsch. Hab gedacht, okay. Also es hat hier oft, das wird nichts mehr. Das letztendliches Bizep, eine genetische Sache. Wenn du dazu genetisch in der Lage bist, einen hohen voluminösen Bizep zu erreichen, dann kriegst du den auch mit der Zeit. Ansonsten scheiß Bizep. Der Ring King ist auch mit am Start. Wir müssen erstmal Bankdrücken probieren. Heike. Komm. Gib ihm. Dann Mr. Lars Luwig. Und? Johnny Cock. So sieht ein dünner Mensch aus. Der hat aussehen wie ein verschissener Matschhaufen. Alle 5 Jahre wirst du irgendwie dünner. Kann ich so nicht akzeptieren, bei aller Liebe. Wir sind wieder beim Thema. Es gibt Dinge, da ist der Körper nicht dafür gebaut. Das muss man ganz klar sagen. Es ist nicht normal, eine Kniebeuge mit über 400 Kilo zu absolvieren. Damit wir jetzt mal sehen, um wie viel Zentimeter meine Arme gewachsen sind, werden wir sie mal messen. Mit Pump haben wir einfach mal 47 Zentimeter. Bizep wie ein Karottestäbchen, ne? Wie so ein Veganer. Ich war, seitdem ich denken kann, dick. Ja, super. Freut mich sehr. Es funktioniert 100%. Also es hat auch seine Gründe gehabt, ja. A, beim Essen und B, mein dicker geworden dadurch, ja. Und das finde ich geil. Aber jetzt mal wirklich, wie habe ich das geschafft? Jetzt zeige ich euch, was ich richtig gemacht habe und natürlich, was ich falsch gemacht habe. Viel zu viel Konzentrationscurls und natürlich viel zu viel Isolationsübungen. Was natürlich totaler Bullshit ist. Wer scheiße Arme hat, sieht scheiße aus. Ja, das ist einfach so. Wie kriege ich einen dicken Arm? Einen 50er Arm? Finde ich geil. Den will ich haben. Wie bekomme ich den? Ich würde jedem empfehlen. Schwer und falsch. Studio, Training, Fressen, Schlafen. Viel hilft viel und wer nicht kann, der ist... Da gibt es keinen Weg vorbei und das ist einfach so. Ich habe vorhin schon gesagt, ich bestätige gerne Schubladen. Wenn die Leute sagen, ja, die Bodybuilder, die haben alle klein, sag ich, der ist noch kleiner wie der. Dass es so ist, ich glaube, wir müssen nicht darüber streiten, das ist schlimm. Das ist wirklich nichts Schönes. Ich habe auch Dinge erlebt, die einfach mit dem Übergewicht zu tun haben, die einfach nicht schön sind. Sie sind aber da. Da könnte ich aus der Hose springen, ohne Scheiß. Also mit 140 Kilo in der Gegend rumzulaufen. Finde ich geil. Was willst du mehr? Ganz kurz noch. Ich will mit diesem Video rumpushen, sagen, dass ich extrem breit bin, rumpushen, extrem muskulös. Ich will dafür sorgen, dass ihr die Fehler, die ich damals gemacht habe, macht und somit einfach nicht schneller und besser an eure Erfolge kommt. Also, was habe ich falsch gemacht? Zu Beginn habe ich gedacht, wie wahrscheinlich die meisten von euch da draußen auch, umso mehr ich meine Arme trainiere, umso schneller wachsen sie. Das wäre dann ein Thema, wo ich absolut Daumen hoch zeigen würde. Sehr, sehr viel. Ein Volumen macht brutal schwer, dann ist es absolut ausreichend, glaubt mir das. Und deswegen, für mich ist eigentlich mir wichtig, dass ich
noch mehr Volumen reinbekommen. Ich habe 90 Minuten Bizeps trainiert. Ich habe 20 Sätze Bizeps gemacht. Heute, wenn ich das immer so einen Scheißdreck höre, mit 5x5 und 4x4 und rummel die Katz, alles für Scheiße. Thema Doping im Leistungssport ist, das ist eine Symbiose, das gehört dazu, weil wir über das Maß hinaus Leistung bringen. Im Bodybuilding sieht man es halt leider. Das ist immer so das Problem. Für mich macht das auf natürlichem Wege keinen Sinn mehr. Glaube ich das nicht. Deswegen möchte ich ein paar Worte sagen zu Natural Bodybuilding. Totaler Bullshit. Natural Bodybuilding. Ich bin klar der Meinung. Geht nicht. Aber wenn sich manche über 2 Kilo Muskelmasse freuen, wäre für mich nichts. Also für mich gibt es nur das sogenannte ultimative Ziel oder nichts. Geil. Das ist Bodybuilding. Ich wollte nie der Beste sein, immer nur der Dickste. Mein Tagesablauf war schlafen, essen, trainieren, schlafen, essen. Ich habe nichts anderes gemacht. Ich finde es eben falsch zu sagen, auch den Leuten zu sagen, Body Positivity, der Körper, den ich habe, ist genau der, der erstrebenswert ist. Das ist genau der Körper, der toll ist. Das ist eine Lüge. Halt die Fresse, ey. Letztendlich zählt, ich würde sagen, für den Bizeps mache ich Scott Curls und Hammer Curls in etwa so. Das ist nur 50% der Übung. Wer einen hohen Bizeps haben will, muss natürlich oben den Peak bekommen. Aber es ist natürlich leicht, ne? Das haben mir irgendwelche Wissenschaftler wieder erzählt. Die Bizeps haben wie Karottestäbchen, ne? Wie so ein Veganer. Du musst natürlich gucken, dass du hoch reinkommst, dass du einen hohen Bizeps kriegst. 170 Kilo war die im Trick. Dritter Versuch. Das war kein Gewicht für mich, ja? Das war kein Limit. Und hat mir dabei noch ein Brot geschmiert, ja? Mir geht es eher darum, dass man stark ist, gesund ist. Ganz vergessen. Da hört bei mir irgendwo der Spaß auf. Jeder, der nach 20 Jahren Bodybuilding gesund ist, der hat es falsch gemacht. 120 Kilo. Dritter Versuch. Start. Fest. Und drauf. Ich hab alles. Ich glaube, der macht mich fertig. Schon so ein bisschen Angst. Ein bisschen Angst habe ich. Bodybuilding ist ein Sport, den du nicht nur im Studio machst, sondern das 24/7 Essen. Normally I eat 1 kilogram of chicken breast 8 times a day. Aber 150 sind erwähnt. Beim nächsten Mal klappt das. Mann! Nicht verzagen, aber. Ach, Katastrophe! Tim Gabel oder wie die alle heißen, die haben ja nie an Spitzensportwettkämpfen teilgenommen. Sagen, warum wir es machen? Warum machen wir es? Gluteus Medius, Hüfte stabilisieren. Gibt es ein Ohrfeige? Ich meine, denkt der Scheiße, was habe ich denn da gesagt? Na, alles wieder gut. Ich habe wirklich alles probiert: verschiedene Übungen, verschiedene Trainingstechniken, verschiedene Satz- und Wiederholungsanzahlen. Und das sind so Themen, wo ich denke, meine Fresse, ey. Man muss halt einfach schauen. Für die Leute, die Entwicklungsprobleme im Bizeps haben, Vollgas, ja. Schwer und falsch. Dass du eigentlich nicht mehr an dein Ohr kommst. Man, mehr kann man für den Bizeps ja nicht machen. Ich meine, die Bewegung ist immer dieselbe. Rosa Munde Rühl. So was Stabiles, ja. Du weißt ja gleich, dass die einmal 300 Kilo beugt, ja. 4 Kilo Kreuze hier macht. Oh, du bist ja Marsch.